Thorsten Weihrauch kann es immer noch nicht richtig glauben. Er wurde Opfer von Betrügern. In seinem Familienbetrieb in Asbach bei Schmalkalden stellt er nachhaltige Holzbetten her. Ohne Metall, Schrauben oder Leim werden sie einfach zusammengesteckt. Kosten schnell 2000 Euro und mehr. Eine Großbestellung brachte Schwung in die Auftragsbücher. Die Betten, das ist halt speziell. Also das sind halt alles im Normalfall Einzelbetten. Und das sind eigentlich Modelle oder Größen, die sehr selten gehen. Eine Firma aus Frankreich hatte die Betten im Januar 2021 bestellt. Thorsten Weihrauch freute sich über den Auftrag. Zur Sicherheit lässt er den Besteller überprüfen. Alles scheint in Ordnung. Also produziert er die 80 Einzelanfertigungen, beauftragt eine Spedition für den Transport. Bevor er die Betten abschickt, kommt das böse Erwachen. Bis quasi die Spedition uns informiert hat, es fehlt noch die Zollnummer der französischen Firma. Und da ist ja dann der ganze Schwindel eigentlich aufgeflogen, weil da kam dann keinerlei E-Mail mehr, ist jeglicher Kontakt abgebrochen. Auch telefonisch erreicht der Handwerker den Besteller nicht mehr. Erst auf die zweite Mahnung hin reagiert das Unternehmen. Es bestreitet, den Auftrag erteilt zu haben. Offenbar hatten Betrüger den Namen eines eigentlich seriösen Unternehmens missbraucht. Er erstattet Anzeige gegen Unbekannt. Die Ermittlung ist ja abgeschlossen. Es konnte ja nicht ermittelt werden, wer der Verursacher war. Ermittelt wurde, dass da mehrere Verschleierungsfirmen mitgewirkt haben, diesen Urheber der E-Mails zu verschleiern. Ja, wo will man da weitermachen? Der Auftrag hatte einen Gesamtwert von 63.000 Euro. 38.000 Euro allein kosten ihn Material und Versicherung. Das ist erstmal der große Batzen, der erstmal fehlt. Und kompensiert habe ich das im Moment nur, weil ich eigentlich einen Heizungsumbau machen wollte. Und das Geld, was dafür gedacht war, habe ich jetzt erstmal dahin gesteckt. Ja, ist schwierig halt. Um sich abzusichern, hatte er eine Warenkreditversicherung abgeschlossen. Doch die Versicherung zahlt laut Police nur bei unstreitigen Forderungen. Die Klausel kennt Fachanwalt Ulrich Herbert nur zu gut. Nachdem die französische Firma gleich mitgeteilt hat, nö, wir haben keinen Auftrag erteilt, sind diese Forderungen nicht mehr unstreitig und deshalb hat die Versicherung das abgelehnt. Auf den Kosten bleibt er sitzen, denn die Spezialbetten lassen sich nur schwer verkaufen. Gerade einmal 5 konnte er bis jetzt veräußern. In Zukunft will Thorsten Weihrauch nur noch Privatkunden beliefern. Größere Aufträge wird er, wenn überhaupt, nur noch gegen Vorkasse übernehmen, damit Betrüger bei ihm keine Chance mehr haben.